Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal geht es um unseren Regierungschef, also um Premierminister Orban. Er hat jetzt deutlich gemacht, dass er bis 2034 im Amt bleiben möchte, beziehungsweise er hat es vor. Viele wissen ja nicht, er ist ja jetzt in seiner vierten Amtszeit, die er durchgehend gemacht hat, aber insgesamt in der fünften Amtszeit. Also seine Partei war ja schon einmal vor Gyurcsány an der Macht und nach Gyurcsány ist es jetzt das vierte Mal in Serie, wo sie auch die absolute Mehrheit haben. Und da gibt es jetzt einen Artikel auf Deutsche Wirtschaftsnachrichten und eben dort steht auch, Ungarns Orban will bis 2034 an der Macht bleiben. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat angekündigt, dass er noch bis 2034 im Amt bleiben will. Seine Pläne bleiben eine Besonderheit in Europa. Also er ist ja jetzt seit 2010 im Amt. 2010 bis 2014 war die erste Amtszeit, also die zweite Amtszeit eigentlich schon, aber die erste von dieser Serie. Dann von 14 bis 18 war, dann von 18 bis 22 und letztes Jahr war ja die Wahl, da wurde er wiedergewählt, beziehungsweise seine Parteienkoalition wurde wiedergewählt und daher bleibt er jetzt noch bis 2026 im Amt. Und 26 ist die nächste Wahl in Ungarn. Mal sehen, wenn er dort wieder gewinnt, dann bleibt er bis 30 und dann noch eine Amtszeit bis 34. Also das hat er jetzt noch vor. Zwei Amtszeiten möchte er noch machen. Mal sehen, wie das Ganze abläuft. Hier steht auch der 60-Jährige, der seit 2010 ungarischer Ministerpräsident ist, sprach kürzlich bereits davon, dass er bis zum Jahr 2030 an der Macht bleiben könnte. Sein neues Ziel 2034 enthüllte er nun am Wochenende bei seiner jährlichen Rede vor seinen Anhängern, die hinter verschlossenen Türen stattfand. Und ja, mal sehen, ob dieses Ziel bleibt. Die deutschen Zuwanderer hier in Ungarn, beziehungsweise Einwanderer, die Deutschen auf jeden Fall hier in Ungarn, die sehen Orban sehr gerne im Amt, weil sie die ganzen anderen Dinge nicht sehen. Aber ja, man muss auch zugeben, er hat auch viel Gutes gemacht für Ungarn, aber es gibt auch Dinge, die schief laufen, auch unter Orban. Und ja, das ist halt Politik. Und bei Politikern kann man es eigentlich nie ganz recht machen. Er war vor 2008, wo ist das? Wo er schon einmal an der Macht war. Ich glaube 2004 bis 2008 oder so irgendwie war das. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich selber gespannt, ob er das so hinbekommt, wie er das vorhat. An Popularität hat er auf jeden Fall verloren, das muss man schon zugeben, aber ja, seine Partei hat ja bei der letztjährigen Wahl dennoch eine Mehrheit zustande gebracht, also mal sehen. Hier steht auch, als Hauptgrund für den Popularitätsverlust seiner Fidesz-Partei nannte der Ministerpräsident wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Gesellschaft ist nicht daran gewöhnt, sondern an kontinuierliches Wachstum. Orban räumte ein, dass die Reallöhne zum ersten Mal seit 10 Jahren sinken, zeigt sich aber optimistisch, dass sich der Trend bis zum Jahresende umkehren werde und die Reallöhne wieder steigen würden.
Die Popularität seiner Partei hat deshalb weniger stark gesunken als in anderen Staaten Europas, weil die Wähler in Ungarn nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische und ideologische Aspekte berücksichtigen. Auch die schwache ungarische Opposition hat Orbán zufolge zu der lang anhaltenden Führungsposition seiner Fidesz-Partei beigetragen. Orbán ist im Verlauf seiner Amtszeit immer wieder mit der EU und den USA aneinander geraten. Ein Kritikpunkt dabei ist seine bedrohliche Machtkonsolidierung. Er hat seinen Einfluss auf alle Bereiche des ungarischen Lebens ausgeweitet, von der Justiz über die Wirtschaft bis hin zur Kultur und Bildung. Zudem hat er eine gewaltige Propagandamaschine aufgebaut. Die EU hat mehr als 30 Milliarden Dollar an Geldern, die für Ungarn vorgesehen waren, wegen Korruption und Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit ausgesetzt. Auch die Beziehungen zu den USA, einem NATO-Verbündeten, haben sich verschlechtert. Auch weil Orbán Forderungen zurückgewiesen hat, die vertrauten Beziehungen seiner Regierung zu China und Russland abzubauen. Hier steht auch, wo war das? Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán befindet sich in seiner fünften Amtszeit und ist damit jetzt schon der dienstälteste Regierungschef in der Europäischen Union. Wo war das? Dass er ein Russlandfreund ist und lauter so Blödheiten sind hier geschrieben worden. Also, Orbán ist auf keinen Fall ein Russlandfreund, aber er verhandelt mit Ost und West auf Augenhöhe und das gefällt natürlich vielen Politikern in Westeuropa und halt in diesen westlichen Demokratien, in diesen Scheindemokratien gefällt das den Menschen dort nicht, beziehungsweise den Politikern dort nicht. Den Menschen ist das eigentlich scheißegal, was Orbán macht. Aber ja. Den Politikern gefällt nicht, dass er offen ist gegenüber Russland, offen ist gegenüber China und offen ist auch gegen anderen muslimischen Ländern. Und ja, einfach weil die gemeinsame Vergangenheit mit den Hunnen, auch mit anderen Reitervölkern von der Türkei angefangen, über die ganzen Turkvölker, dass Ungarn also und Orbán speziell gute Beziehungen mit diesen Ländern pflegt. Und ja, dass die halt auch gute Beziehungen, viele von denen gute Beziehungen auch zu Russland haben. Das gefällt natürlich der Europäischen Union vor allem nicht. Den westlichen Scheindemokratien gefällt das gar nicht. Den USA gefällt das schon ganz und gar nicht. Und ja, und deshalb will man auch nicht, dass Orbán so eine lange Amtszeit hat. Aber ja, vermeiden wird man es nicht können, denn die Wahlen bzw. die Ergebnisse der Wahlen muss man halt berücksichtigen, muss man akzeptieren. Ja, mir gefällt auch vieles nicht, was unter Orbán passiert, aber wenn er nochmal gewählt wird, dann ja, ist das so und dann akzeptiere ich das. Das ist einfach so. Also ja. Das ist halt so, das sind halt Wahlen und wenn das so passiert und keine irgendwelche ja, Betrügereien damit passieren, dann muss man das halt akzeptieren, weil das der Wunsch der Bürger ist und das ist halt so. Aber das ist halt in der Europäischen Union nicht so, denn dort ja, wird auf demokratischen Wahlen geschissen, auf gut Deutsch. Ich muss das so sagen, wie es ist, denn ja, man braucht sich nur anschauen, zum Beispiel gutes Beispiel Deutschland, Berlin-Wahl. Was war dort los? Da ist vieles schiefgegangen und ja, es wurde drauf geschissen und ja, es ist so ausgegangen, beziehungsweise so gekommen, wie man es haben wollte und nicht so, wie wir es die Wähler hätten wollen. Und ja, das ist nicht der erste Fall in Deutschland, also zum Beispiel. Ja.
Also mal sehen, wie und ob das zustande kommt, was Orban vorhat. Ja, ein gutes Ziel von ihm, bis 34 an der Macht zu bleiben. Mal sehen, ob er dann die Wirtschaft wieder gerade biegen kann. Jetzt schaut es nicht so gut aus für ihn und für die ungarische Wirtschaft. Aber mal sehen. Also in diesem Sinne, die deutschen Einwanderer wird es freuen, wenn er bis 34 an der Macht bleibt. Und ja, mal sehen, ob die ungarischen Bürger da auch diesem Plan zustimmen. Also über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.